Herzlich willkommen zu einem neuen Promo- und Bewertungsvideo der Entertain Brothers. Heute sind dran Medal of Gaming. Kriegst du die Medaille? Sie haben 17 Abonnenten und 1316 Videoaufrufe und bestehen aus zwei Leuten. Einmal aus Lukas und Yannick. So, hier hat man eine ordentliche Beschreibung. Also hier ein bisschen was, also ganz klein bisschen was zu euch halt, ne? Eure, wie alt ihr seid, laufende Projekte, kommende Projekte von jeweils dem mitbearbeitenden Kanalinhaber. Sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Also da würde ich eigentlich, was kann man da noch dazu machen? Ja, das kann man eigentlich schon so lassen. Also die Beschreibung ist schon mal richtig fett. Kanaldesign ist, finde ich ein bisschen schade, dass es hier unten, hier ist halt nichts mehr, hier unten schwarz und an den Seiten die Ränder. Also es gäbe eigentlich neun Punkte dann, weil die Beschreibung wirklich gut ist, vor allem das sehr, sehr ausführlich, wer was macht und so weiter. Aber ich ziehe einen Punkt ab, denn ihr habt Autoplay aktiviert und da haben wir ja schon seit längerem die Regel, dass es einen Punktabzug bekommt. Also 8 Punkte auf Kanaldesign, dennoch sehr fett. Ich würde einfach hier dieses Design nach außen halt verbreitern etwas, beziehungsweise noch was anderes anfügen, dass es nicht so gestreckt wird und keine Ahnung, hier unten noch irgendwie was hinfriemeln. Das kriegt man ja ohne Probleme hin. Gehen wir nun über zum Video. Ich weiß jetzt nicht, wartet. Laufende Projekt Lukas, Metroid Fusion. Also dann bist du das jetzt, Lukas. Ich habe jetzt einfach nur einfach irgendwas ausgewählt. Bin natürlich mal wieder an irgendeiner Stelle hier. Und ihr rendert auf 720p, beziehungsweise du renderst auf 720p. Das sind 8 Punkte, die sehen auch sehr gut aus. Keine Pixelmatsche oder sowas, daher die vollen 8 Punkte für 720p. Jetzt schauen wir gleich mal rein, um uns dann anzuhören, wie die Audioqualität ist und wie du qualifiziert kommentierst. Achtung, die Party beginnt. Elektrischen Schock. Schonen Sie Ihre Energiereserven, wenn Sie vordringen. Okay. Speichern. Und aufladen brauche ich mich nicht. Okay, der Weg ist folgend. What the fuck? Super. So, was mir gerade eben noch aufgefallen ist, hier der Mauszeiger. Ich dachte vorhin, das wäre meiner. Würde ich auf jeden Fall rausnehmen während der Aufnahme. Aber gut. Audio. Audio habe ich 9 Punkte gegeben, denn es hört sich sehr gut an. Das Spiel hört sich gut an, man hört dich auch gut. Ich finde, dass du irgendwie ein Ticken zu leise bist, aber sonst hört man eigentlich alles ganz gut. Also Audio 9 Punkte. Die Comment-Qualität, da musst du noch ein bisschen dran werkeln. Ich habe dir jetzt 7 Punkte gegeben, weil, also wenn du was sagst, ist es nicht schlecht, aber du sagst leider sehr wenig. Also es ist viel, viel Ruhe in dieser Minute, die wir uns angeschaut haben. Und da muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr kommen. Also wenn du nicht genau weißt, was du sagen sollst, überleg dir am besten davor nochmal einfach ein Thema. Und dann weißt du direkt, was du sagen kannst, wenn du halt nicht weißt, was du sagen sollst. Wenn gerade im Spiel nichts Wichtiges passiert, beziehungsweise man irgendwo passiert, wo man schon öfter gelaufen ist und dann ist es halt, also dran vorbeigewurschtelt ist. Und dann ist es klar, wenn nicht viel Spiel geschehen ist, ist es immer ein bisschen schwierig, dann viel zu labern und das zu machen, das wollen und nicht auch immer einfach Themen überlegen im Vorne herein und dann läuft es auch ganz flüssig von der Hand, beziehungsweise aus dem Mund, was sich widerlich anhört. Comment-Qualität 7 Punkte. Ach, hier oben steht es ja auch nochmal, Lukas, da hätte ich ja gar nicht so merkwürdig nachgucken müssen, okay. So, hier nochmal die Playlists. Let's Play COD, Metroid Fusion, Plants vs. Zombies, Minecraft. Hier habt ihr Intros drin. Yu-Gi-Oh! Was? Earn to Die und Tag. Keine Ahnung. Nice, nice, nice. Auf jeden Fall, da kann man sich auch wieder ordentlich die Stündchen bei euch im Kanal vertreiben. Fett, 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 macht weiter so, fügt am besten noch, das ist einfach nur so, noch mehr Spiele hinzu, ich glaube je mehr, desto besser, wir verfolgen das Ziel,
einfach mal so jetzt nebenbei, so ein kleiner Mini-Rat. Je mehr Videos man macht, desto eher wird man ja auch gesehen, beziehungsweise bekannt, berühmt vielleicht sogar. Deswegen viele, viele Videos, viele verschiedene Spiele raushauen und so weiter. Kleiner Tipp am Rande. Aber das kann sich ja jeder denken. Deswegen ist es kein Tipp, sondern einfach nur Gelaber vom Killer. Egal, streich das. Die Gesamtpunktzahl beträgt 32 Punkte. Oh yeah, nochmal kurz zusammengefasst. Kanal Design 8, Video 8. Audio 8, Comment 7, Special 0. Special, wisst ihr ja, was man da machen könnte. Und ja, Spezialitäten. Halt. Achso, ja, genau. Ja, also das Einfachste ist schon mal so einen kleinen Upload-Plan zu erstellen oder so. Das gäbe auch einen Special-Punkt. Und ja, 32 Punkte, das war's eigentlich. Sehr, sehr nice. Macht auf jeden Fall weiter so. Wir wünschen euch in Zukunft noch viele Abonnenten, viele Videoaufrufe, generell viel Glück, Spaß und Erfolg im YouTube. Und ja, gibt es noch irgendwas? Ne, das war's eigentlich. Ja, nimmt am besten noch hier das Ding jetzt raus, Autoplay, das ist nicht so gut. Aber sonst, ja, genau. Ihr wisst, was ihr verbessern könnt ihr machen, wenn ihr wollt, müsst ihr natürlich nicht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.